Moin und herzlich willkommen zur 283. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Dienstag, der 8. Mai 2012 und Gold, ja, Zakatum, 200% geht es nach unten, nachdem wir diese Trendlinie schon einmal angebrochen hatten, zurückgekommen sind. Jetzt brechen wir diese Trendlinie signifikant und gehen unten drunter, machen ein Tagestief bei 15,95, bis wir dann ein Bear Pullback bilden. Wenn Sie das Video am gestrigen Tag geschaut hatten und ich zeige Ihnen das einmal im 15-Minuten-Chart, dann wussten Sie, hatte ich Ihnen gesagt, unterhalb der 23 ist es angebracht, bärisch zu sein. Und schauen Sie sich das an, diese Zone bricht, die wir mehrfach und immer wieder hier unterstützend für die Bullen gefunden hatten, die bricht und nachdem sie gebrochen ist, geht es dann dynamisch nach unten. Und wie gesagt, das hier ist nur ein Bear Pullback. Lassen Sie mich Ihnen, bevor ich mit Ihnen den Chart bespreche, einmal Ihnen etwas aus börsenpsychologischer Sicht sagen. Ich bin ja, wie ich es Ihnen immer und immer wieder sage, nicht so lange dabei wie so mancher von Ihnen und so mancher, der wirklich ein ausgewiesener Experte auf diesem Markt ist. Aber wir haben bei den Edelmetallen immer je nach Phase bestimmte Apostel im Markt. Wir haben in der frühbullischen Phase die einen Typen im Markt, die in den Markt kommen und ihnen sagen, was denn passieren wird. Und dann gibt es diejenigen, die im spätbullischen Markt reinkommen in den Markt und als Apostel auftreten. Und dann gibt es noch welche, die im frühbärischen Markt auftreten. Und dann gibt es noch diejenigen, die im spätbärischen Markt reinkommen. Und gerne kommen Sie rein, wenn dann wichtige Unterstützungen gebrochen sind und ganz hässliche Kerzen gebildet werden wie heute. Und diese Aposteln sagen Ihnen Folgendes. Der Markt wird abverkauft. Und zwar wird er abverkauft, bis der Arzt kommt. Und ich habe euch auch schon vorher gesagt, dass dieser Markt abverkauft wird und ich habe es gewusst und ihr habt auf mich nicht gehört. Und ich sage euch, dieser Markt wird abverkauft und dann wird eine Zahl genannt bis 1300 und dann geht es sogar bis 1200 und anschließend schmeiße ich meinen Chartnavi an, da geht es nämlich 50 Meter geradeaus und dann gibt es die zweite nach rechts, dann geht es bis 1270 und dann wird der Markt abverkauft, dass euch Sehen und Hören vergeht. Ihr müsst sogar nicht mehr Geld bezahlen, wenn ihr Geld, Gold haben wollt, das kriegt ihr alles geschenkt. Liebe Leute, lasst euch bitte im wahrsten Sinne des Wortes keinen Bären aufbinden. Nat 1 ist Charttechnik kein Busfahrplan. Sie können nicht vorhersagen, was als nächstes passiert. Sie können Wahrscheinlichkeiten vorhersagen und vor allen Dingen können Sie nicht sagen, bis wohin es läuft, sondern auch dort können Sie nur potenzielle Ziele nennen und dann müssen Sie das auch immer nacheinander abarbeiten. Sie müssen immer Level 1, dann Level 2, dann Level 3 und so weiter. Insofern bitte werden Sie mir jetzt nicht panisch. Das ist das Allerwichtigste, was ich Ihnen sagen kann und sagen möchte. Das Zweite, was ich den lieben Dauerbullen sagen möchte, ist, liebe Dauerbullen, liebe Dauerbullen, schaut euch das mal bitte an. Das ist ein Dreieck. Wir bleiben die ganze Zeit in diesem Dreieck, verlassen es nicht, bleiben an der unteren Begrenzung des Dreiecks hängen, finden immer und immer und immer wieder Unterstützung durch lange untere Schatten und jetzt haben wir diese Formation bärisch aufgelöst. Und wenn wir diese Formation bärisch aufgelöst haben, liebe Bullen, und das ist ein Gold-Dollar-Chart. Ich spreche nicht von Ihren physischen Bestandteilen. Ich spreche von euch allen, die ihr tradet und ihr tradet. Ich weiß, ihr redet immer von Ihren physischen Bestandteilen, aber ganz viele von euch traden auch. Liebe Leute, wir haben diese Formation bärisch aufgelöst. Es bedeutet, entweder seid ihr als Bär, was den Trader angeht, egal ob es um Swingen geht oder ob es um Positionstrade geht, entweder haben Sie eine bärische Position im Markt oder Sie haben gar keine Position im Markt. Auch das ist völlig klar. Wenn jetzt jemand Ihnen sagt, man muss die Dips kaufen, man muss jetzt die Schwäche kaufen, das ist Kokolores. Das ist so, dass diese Trendlinie gebrochen ist und wir werden erstmal bärisch bleiben. Auch wenn wir ein bisschen nach oben gehen sollten, das ist ein Bear Pullback. Jede Stärke wird der absoluten wahrscheinlich nach abverkauft werden. Und wir sind noch lange nicht am Ende damit. Insofern, liebe Planktons, bitte fangt jetzt nicht an, das fallende Messer zu kaufen, sondern seid Bären, guckt euch diesen Markt bärisch an. Und wenn ich jetzt hier potenzielle Unterstützungszonen nenne, Ad 1, wenn ihr Bären seid, schmeißt nicht einfach eure Bärposition weg, sondern
setzen Stop-Loss. Es ist durchaus möglich, dass es hier Fortsetzungsbewegungen gibt. Erstens und zweitens, liebe Dauerbullen, fangen nicht an, an der ersten Unterstützung hier den Boden greifen zu wollen. Der Boden gehört uns nicht. Bitte, bitte, bitte vergesst es nicht und behaltet das im Kopf. Dann möchte ich noch einmal den lieben Dauerbullen noch etwas sagen. Liebe Dauerbullen, in dieser Zone, ich habe nicht gewusst, dass wir hier unten drunter gehen werden. Nein, aber die Gefahr, dass wir hier bärisch drunter gehen werden, war sehr groß. Und all diejenigen von euch, die freundlicherweise so viele Kommentare hinterlassen haben, und ich bin da auch sehr dankbar drum, aber jede Bewegung, die hier in den Markt gekommen ist, nur bullisch gesehen haben und bullisch kommentiert haben, bitte reflektiert euch selbst, damit ihr in Zukunft besser tradet. Wenn wir unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten sind, eine Verkaufsformation haben, eine bärische Formation bärisch aufgelöst haben, plus im Wochenchart an einer signifikanten Unterstützung sind, von der wir nicht mehr wegkommen, sondern wir kleben an dieser Trendlinie fest. Ja, es kann sein, dass wir trotzdem den Bounce machen, und solange eine Trendlinie lebt, lebt sie und man muss sie respektieren, aber wenn sie signifikant gebrochen ist, dann ist sie halt eins gebrochen, und zweitens, wenn wir an ihr festkleben, und vor allen Dingen kleben wir an der fest unterhalb der 20er und der 50er als sogenannte Low Base, ohne wirkliche Unterstützung von der Stochastik und ohne wirkliche Unterstützung vom Momentum, liebe Leute, dann gilt es nicht, Bulle zu sein, sondern dann gilt es wirklich, genau sich den Markt anzugucken und zu wissen, okay, wann muss ich denn Bär werden in diesem Markt? Ab welcher Position, ab welcher Situation ist denn die letzte Unterstützungszone weggebrochen und ich kann relativ sicher als Bär in diesen Markt eintreten? Zur Charttechnik. Wir hatten eine Trendlinie, die war hier unterstützend, die war hier Widerstand geben, hier wurde sie gebrochen, wir kommen zurück, finden Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Und jetzt ist das natürlich eine potenzielle Unterstützungszone, und die würde, wenn wir denn morgen dahin kämen, und ich weiß nicht, ob wir morgen dahin kommen werden, auch wenn die Hauptbewegung erstmal bärisch ist, die würde morgen bei 15,79 auf uns warten. Es ist durchaus möglich, dass wir in diese Zone kommen, sie berühren und berühren und berühren und berühren und irgendwann mal diese Linie sogar brechen. Es bedeutet nicht, dass wenn wir gleich an dieser Trendlinie kommen, dass man diesen Markt sofort bitte kauft, zumal wir eine Verkaufsformation in der Stochastik haben, die K-Linie bei 26 ist, das Momentum fällt und damit gibt es überhaupt keinen Grund, hier in diesem Markt bullish zu sein. Die übergeordnete Unterstützungszone ist in meinem Dafürhalten, und nochmal, liebe Bullen, heißt nicht, dass ihr jetzt einfach anfangt, ab 15,40 alles zu kaufen. Nein, bitte macht es nicht. Wir hatten eine trendbegrenzende Linie gebrochen und jetzt ist sie natürlich unterstützend. Plus, wir haben das Dach dieser bullischen Keilformation, die bullisch aufgelöst worden ist, und dem Ganzen ging eine ordentliche Stange voraus. 15,40 plus, wir haben horizontal, vielleicht kann ich Ihnen das hier ganz gut zeigen, hier, diese Zone ist bei 15,62, meine ich, entschuldigen Sie, 15,63, Widerstand, Widerstand gebrochen, Unterstützung, Unterstützung, und wenn wir hinkommen sollten, sehr, sehr viel Unterstützung, und das möchte ich ganz besonders den Bären jetzt zeigen, die mir Marken nennen von 1200 und noch tiefer. Liebe Leute, ihr müsst die Charttechnik respektieren und erst behandeln wir diese Zone und dann gucken wir mal, was die Bullen mit den Bären hier machen. Und es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir hier erstmal eine deutlich bullische Bewegung sehen werden, da ich schon wieder Zahlen von 13 und 1200 lese. Und dann lassen Sie mich Ihnen noch eine Sache zeigen. Gold im Tageschart ohne jegliche Trendlinien, einfach nur die Bollinger Bänder. Die Bänder kommen mal zusammen und wann immer die Bänder zusammenkommen, müssen sie wieder auseinandergehen. Und wenn sie ganz weit voneinander weg sind, dann müssen sie wieder die Nähe zueinander suchen. Und hier sind sich die Bänder immer näher und näher gekommen. Und das, was Sie sich merken können, ist, wenn das untere Band nach unten aufgebogen wird und das obere Band nach oben aufgebogen wird, in der absoluten Standardeinstellung, keine Spezialeinstellung, dann haben Sie in der absoluten Mehrheit der Fälle mit einer Fortsetzung der dynamischen Bewegung zu rechnen. Das bedeutet, natürlich sind Sie aktuell unterhalb des unteren Bollinger Bandes und nur in 2,5% der Zeit sind Sie entweder unterhalb oder
oberhalb, also insgesamt 5% der Zeit sind sie vielleicht außerhalb des Bollinger Bandes, ansonsten sind sie innerhalb der Bänder, aber obgleich vom Chancen-Risiko-Verhältnis, da sie jetzt unterhalb des unteren Bollinger Bandes sind, nicht das Beste ist, jetzt hier den Markt noch short zu verkaufen, ist es trotzdem so, dass die Bären nach wie vor dynamischere Bewegungen vorhaben und dass das noch nicht das Ende der bärischen Bewegung ist und deswegen wollen sie eines ganz sicher nicht sein. Bulle sein oder aktuell Bulle werden. Silber wiederum hatte seinen Short-Trigger bereits 4 Tage früher geliefert, nämlich nachdem wir diese Trendlinie letztlich gebrochen hatten und auch einen Schlusskurs unterhalb dieser Trendlinie generiert hatten. Wir versuchen danach 2 Tage wieder oberhalb dieser Trendlinie zu schließen. Es gelingt den Bullen nicht und heute machen wir dann eine deutlich bärische Bewegung nach unten und brechen dann auch die horizontale Marke bei $29.70. Jegliche Stärke, die hier in den Markt eventuell kommen könnte, jegliche Bewegung in Richtung des $30, ist eine Möglichkeit, erneut diesen Markt zu shorten, obgleich wir hier überverkauft sind, denn die K-Linie ist aktuell bei 18 und die D-Linie ist bei 24. Auch wenn wir überverkauft sind, jegliche Stärke, die hier in den Markt kommen könnte, müssen Sie nutzen, um bärisch diesen Markt wieder zu verkaufen. Wir haben ein fallendes Momentum. Nach unten hin Unterstützungen kann ich Ihnen nur horizontale Marken nennen. Die da wären im Bereich der $28.30, der $27 und spätestens bei $26.60. Und wenn Sie sich fragen, wo diese Marken herkommen, da muss man ganz weit zurückgehen. Ich blätter noch ein bisschen zurück und da kommen wir hier im Bereich von Marken, wo wir im Januar 2010 gewesen sind. Und hier hatten wir Unterstützung gefunden, zum Beispiel bei $26.60. Und auf diese Zone muss man natürlich dann ebenfalls achten im Wochenchart. Möchte ich Ihnen noch einmal diese Zone zeigen, die war gewesen in etwa bei 30,93 und 30,30 und wir haben unterhalb dieser Zone geschlossen gehabt. Letzte Woche haben wir drunter geschlossen. Ich habe Ihnen gesagt, das ist jetzt potenzieller Widerstand per Wochenschlusskurs. Achtung, die aktuelle Kerze, Tageskerze ist noch nicht in diesen Markt hineingekommen. Und damit haben wir die nächsten horizontalen Unterstützungen. Nicht überraschend, schauen Sie sich das an, per Wochenschlusskurs bei $27.80. Und noch einmal möchte ich Ihnen das noch einmal zeigen, auch für diejenigen, die meinen, dass jetzt Silber absolut ausverkauft werden würde. Widerstand, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Und das hier ist große Unterstützung, zumal wir, wie gesagt, Stange. Und danach, diese Bewegung ist eher bullisch, auch wenn wir diese Konsolidierung absolut ausnutzen, abwarten, bis wohin es geht. Zweite Jahreshälfte ist die Jahreshälfte der Edelmetalle in der absoluten Mehrheit der Fälle. Ich sage es gerne noch einmal, bis ich es dann irgendwo lesen werde. In den letzten 11 Jahren hat Gold, wenn man den 31.07. nimmt und vergleicht bis zum 31.12., gab es 2 Jahre, in denen Gold dann am Ende des Jahres niedriger geschlossen hat. Und das war 2008 und 2011. In allen anderen Jahren hat Gold eine positive Performance hingelegt. Behalten Sie das im Hinterkopf. Vor allen Dingen bleiben Sie mir gewogen. Und natürlich, heute ein wunderbarer Tag, um es noch einmal zu sagen, bitte traden Sie immer mit einem Stop-Loss. Passen Sie auf Ihr Geld immer gut auf. Ich freue mich wirklich, wenn Sie dieses Video bewerten mit einem Daumen nach oben oder nach einem Daumen nach unten. Und es wäre mal wieder schön, wenn irgendjemand die Muße finden würde und einfach mal dieses Video irgendwo in irgendeinem Forum verlinken würde. Sie würden mir eine große Freude machen. Morgen kann ich Ihnen nicht sagen, ob es ein Intraday-Update geben wird, da ich morgen in Berlin bin und mit Kollegen bezüglich der Entstehung der Webseite sprechen werde. Ich werde Ihnen aber einen kleinen Link gegen 13 Uhr spätestens hinterlassen, ob ich die technische Möglichkeit habe, ein Intraday-Update Ihnen zur Verfügung zu stellen oder nicht. Aber auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, dass es am Abend auf jeden Fall
ein Update geben wird. Wolke P.